Raketen bereit! Hey, schön dich zu sehen, Skylander. Wie mir scheint, bist du hier, um es richtig krachen zu lassen. Gut so. Lass uns loslegen. Jill Bill und Broccoli Guy sind wieder sowas von am Start. Und jetzt bereit machen zum Kampf. Los! Anzahl der gelegten Feuer, zu viele zum Zählen. Skylander verliert keine Zeit. Der zeigt diesen Schwachköpfen, wer hier der Boss ist. Klasse! Oh, diese Bösewichte haben einfach keine Chance. Nicht mal den Hauch einer Chance. Oh ja, dem Gegner kannst du auf Wiedersehen sagen, obwohl ich kaum glaube, dass er dich hören wird. Käfer sind echte Plagegeister und sie können Plagen übertragen. Tja, das war's dann wohl. Oh, das ist toll. Da schluckt noch einer Staub. Und glaub mir, das schmeckt gar nicht. Ich meine, Staub gar nicht gut. Run, Baby! Oder waren sie das schon immer und ich wusste es bloß nicht? Jetzt gilt's dran zu bleiben, Sportfans. Da ist gerade ein ernstzunehmender Gegner in den Ring gestiegen. Die Skylander sind als hohe Vermutungen in den Kampf gegangen. Und so wie es scheint, werden die Buchmacher recht behalten. Also, das zeigt mal wieder, wie leicht es ist, als Buchmacher zu arbeiten, Jill Bill. Die Leute, die sowieso alles gewinnen, als Sieger vorherzusagen, das ist nun wirklich nicht schwer. Ich kann fliegen! Für eine Sekunde. Warum holen die Bösewichte sich das noch an und gehen nicht einfach nach Hause? Ja, sie sind bestimmt alle gemeinsam angereist. Die Rückreise für alle zu organisieren dauert eben eine Weile. Ich glaube nicht, dass sie das organisatorisch drauf haben. Schaff den Riesenkerl hier raus. Genau das denken die Skylander wahrscheinlich auch gerade. Verflixte Ratten. Erst klaut ihr meinen Käse und jetzt greift ihr den Skylander an. Oh, wow, Chill Bill. Das ist ein richtig übler Tag für üble Typen. Und noch ein Bösewicht, der mitmischen will. Man kann ihm nur viel Glück wünschen. Kettenabschuss! Oh, das könnte richtig Ärger für die Skylander bedeuten. Schmelze! Cool. Oh, dieser Skylander könnte eine Pizza gebrauchen. Also, wir alle könnten eine Pizza gebrauchen, aber im Moment vor allem der Skylander. Fehlzündung! Wiedersehen! Okay, Chill Bill, ich setze 50 Quattnose auf den Neuling. Sky Cheekop bereit! Pflanzenalarm, Broccoli Guy. Sag mal, kennst du diese Leute vielleicht? Broccoli Guy ist sprachlos! Das war ziemlich cool! Das ist genau der Grund, warum ich froh bin, dass ich nicht mehr gegen die Skylander kämpfen muss. Wenn ich in der Haut des Skylanders stecken würde, würde ich mich eindeutig sehr gerne nicht mehr so treffen lassen. Das ist ja zum Aus der Haut fahren. Cool! Jetzt kann die Party richtig losgehen. Die Chompies sind da. Sky Cheekop bereit. Oh,
gehabt. So kommt man wieder zu Kräften. Toll, wie der Skylander das alles weggeschnappt hat. Oder sollte ich sagen, weggesnackt? Der war gut, oder? Dieses Skylander legt mich heute so richtig ins Zeug. Oh, das stimmt, Chill Bill. Und auch wenn Sie das ja irgendwie schon immer gemacht haben, legen Sie heute noch eine Schippe drauf. Setzt jemand dem Skylander ordentlich zu. Ich bin mal gespannt, ob die Rache gleich auf den Fuß folgt. Raketenabschuss! Wow, wir haben hier einen klassischen Fall von einem besiegten Gegner. Exzellent! Mal wer da ist, Broccoli Guy. Ein brandneuer und schlag. Raketen bereit! Kräftiger Gegner. Bleib abgewartet, die Schlange, wie er wirklich ist. Das Kapitel wäre beendet. Anzahl der gelegten Feuer. Zu viele zum Zählen. Da hat aber jemand so richtig sein Fett weggekriegt. Oh, der Skylander mäht die Bösewichte einfach um. Es ist bestimmt Erntezeit oder sowas. Es ist kaum zu fassen, aber es gibt einfach keine neuen Brokkoli-Guy-Kommentare zu diesem Teil des Kampfes. Ich werde mich also wiederholen. Oh, da sucht aber jemand wirklich einen Kampf. Ich kann es in seinen Augen sehen, Brokkoli Guy. Er hat einfach diesen Blick. Ja, Hochmut kommt eben vor dem Fall. Moment, wo war denn der Hochmut eigentlich? Ist es zu fassen, dass wir selbst mal gegen die Skylander gekämpft haben, Broccoli Guy? Ja, was haben wir uns damals nur dabei gedacht? Ich meine, schau doch nur, wie irre stark die Typen sind. Flammen lodern! Wir sehen uns. Wobei, wir werden ihn vermutlich gar nicht mehr sehen. Darum geht's ja hier schließlich, oder? Feuerregen! Die Skylander beginnen so langsam diesen Kampf zu dominieren. Schwer vorstellbar, dass die Bösewichte das noch bringen. Aber noch kann alles passieren. Bei diesem Arena-Kampf gibt es eben keine Regeln. Wenn mein Sky Chi stark ist, sind meine Gegner es nicht. Wenn man die Perfektion im Visier hat, merkt man, dass sie ein bewegliches Ziel ist. Da schluckt noch einer Staub und glaub mir, das schmeckt gar nicht. Ich meine, Staub gar nicht gut. Wie hast du den Namen Chill Bill überhaupt bekommen? Ja, am Anfang war ich einfach nur Bill. Aber ich war schon immer total chillig und hab gern Leute eingefroren. Der Rest ist Geschichte. Sky Chi-Kopf bereit. Oh ja, dem Gegner kannst du auf Wiedersehen sagen, obwohl ich kaum glaube, dass er dich hören wird.
Also, ich muss es wissen, Chilpil. Was hältst du von dieser ganzen Charakter-Kreationsgeschichte? Ganz ehrlich, Broccoli Guy, ich finde das ziemlich gut. Und ich sage das nicht nur, weil ich Chilpil bin und immer cool sage oder weil ich irgendwie drauf programmiert wurde oder so. Die Runde ist vorbei, es wird noch mindestens eine geben. Und wo bleibt die Pizza, die ich bestellt habe? Hoffentlich wurde die nicht an einen anderen Broccoli Guy geliefert. Die Maschine braucht Treibstoff, Skylander. Die Maschine bist du und der Treibstoff ist was zu essen. Oh, diese Bösewichte haben einfach keine Chance. Nicht mal den Hauch einer Chance. Broccoli Guy ist sprachlos. 1000 Kämpfe, 1000 Siege. Cool. Mehr Gegner für den Skylander und das bedeutet mehr Probleme. Und jetzt mit einem Kampfgewicht von 200 Kilo, dieser Typ. Das tatsächliche Gewicht kann abweichen. Irgendwann gibt es einfach nichts Neues mehr dazu zu sagen, wenn jemand seinen Gegner besiegt. Der Zeitpunkt ist jetzt erreicht. Oh, wow, Chill Bill, das ist ein richtig übler Tag für üble Typen. Für die Skylander? Du sprichst doch hoffentlich nicht von unseren Kommentatorenkünsten, Chilpil. Ich finde die nämlich ziemlich gut. Der Gegner für die Skylander und das bedeutet mehr Probleme. So eine Pizza. Wow, wir haben hier einen klassischen Fall von einem besiegten Gegner. Jawohl! Das war's dann wohl. Mein Feuer! Dein und... Ja, und der Gegner ist erledigt. Der gute Alte. Wie war noch gleich sein Name? Sky Chi-Kraft bereit. Brenne, Sky Chi! Brenne! Wenn mein Sky Chi stark ist, sind meine Gegner es nicht. Oh, das ist toll. Oh ja, das ist jetzt genau das Richtige. Toll! Wenn man die Perfektion im Visier hat, merkt man, dass sie ein bewegliches Ziel ist. Ich setze 50 Quattnuss auf den Neuling. Da schluckt noch einer Staub. Und glaub mir, das schmeckt gar nicht. Ich meine, Staub gar nicht gut. Wenn mein Sky Chi stark ist, sind meine Gegner es nicht. Und tschüss. Pech gehabt. Oh ja, dem Gegner kannst du auf Wiedersehen sagen, obwohl ich kaum glaube, dass er dich ran wird.
Oh, diese Bösewichte haben einfach keine Chance. Nicht mal den Hauch einer Chance. Oh, das könnte richtig Ärger für die Skylander bedeuten. Und jetzt mit einem Kampfgewicht von 200 Kilo, dieser Typ. Das tatsächliche Gewicht kann abweichen. Sky Chi Kraft bereit. Brenne, Sky Chi. Brenne. Wenn mein Sky Chi stark ist, sind meine Gegner es nicht. Tausend Kämpfe, tausend Siege. Oh wow, Chill Bill, das ist ein richtig übler Tag für üble Typen. Oh, der Skylander mäht die Bösewichte einfach um. Es ist bestimmt Erntezeit. Kai Chi Kraft bereit. Brenne, Sky Chi! Brenne! Wenn mein Sky Chi stark ist, sind meine Gegner es nicht. Ein kleiner Tipp für dich, Skylander. Wenn du was zu essen siehst, schlag zu. Wow, wir haben hier einen klassischen Fall von einem besiegten Gegner. Wer nimmt's mit mir auf? Bitte für die Skylanders noch einen Funken Hoffnung dürfen. Sie müssen einfach 110% geben, Chill Bill. Wobei 100% eigentlich ja schon das Beste ist, was man geben kann. Es wird also schwierig. Auf Wiedersehen. John B. Und los! Das war's! Quan, wow! Wer wagt es, meine Fähigkeiten zu bewerten? Obwohl das ziemlich korrekt aussieht. Feuerstern! Oh, jetzt legen die Bösewichte aber richtig los, Chill Bill. Ja, sie sind echt am Drücker. Und sie drücken ab. Immer wieder. Das drückt auf die Stimmung. Erst erledigt. Während wir auf die nächste Runde warten, möchte ich noch ein paar Worte sagen. Halt, nein, anscheinend geht es schon weiter. Hat aber jemand so richtig sein Fett weggekriegt? Ruppeliger ist sprachlos. Und noch ein Bösewicht, der mitmischen will. Man kann ihm nur viel Glück wünschen. Oh! John B. Und los! Oh, einfach unglaublich! Das war Take One! Wow! Oh, da sucht aber jemand wirklich einen Kampf. Ich kann es in seinen Augen sehen, Broccoli Guy. Er hat einfach diesen Blick. Und der Captain geht von Bord. Hey, sogar Brooklyn Guy sagt hin und wieder mal das Gleiche. Das ist kein Grund, sich aufzuregen.
Ja, das war's dann wohl. Oh, jetzt ist vielleicht ein guter Moment, um Broccoli-Guy einzuwechseln. Oh, Moment, das war ein total anderes... Vergiss es. Wow, wow, wow. Jetzt gilt's dran zu bleiben, Sportfans. Da ist gerade ein ernstzunehmender Gegner in den Ring gestiegen. Sky Chi kommt bereit. Cool. Essen ist die beste Medizin. Und Lachen, aber vor allem Essen. John B., und los! Oh, das ist toll. Das war Take One, wow! Toll! Kann sein, dass ich das schon mal gesagt habe, aber mir fällt einfach nichts Neues mehr ein, was ich sagen könnte. Ja, Hochmut kommt eben vor den Fall. Moment, wo war denn der Hochmut eigentlich? Broccoli-Guy ist sprachlos. Hat aber jemand so richtig sein Fett weggekriegt? Oh ja, dem Gegner kannst du auf Wiedersehen sagen, obwohl ich kaum glaube, dass er dich hören wird. Diese Bösewichte haben einfach keine Chance. Nicht mal den Hauch einer Chance. Sky Chi-Kraft bereit. Toll! Und tschüss. Back up. Wow, wir haben hier einen klassischen Fall von einem besiegten Gegner. Schlagkräftiger Gegner. Bleibt abzuwarten, wie schlagkräftig er wirklich ist. Ich habe zu dieser Sache schon alles gesagt, was mir anhält. Es kann also durchaus sein, dass ich mich jetzt wiederhole. Das Kapitel wäre beendet. Mehr Gegner für den Skylander und das bedeutet mehr Probleme. So einfach ist das. Ja, das war's dann wohl. Okay, eins steht fest. Nachdem hat man der Skylander jetzt wieder den richtigen Biss. Wow, das ist wirklich ein wilder Kampf. Und das heißt, dass ich Dinge vielleicht manchmal zweimal oder dreimal oder noch öfter sage. Ich weiß es auch nicht. Cool. Du meine Güte! Sky Chi-Kraft bereit! Oh, der Skylander mäht die Bösewichte einfach um. Es ist bestimmt Erntezeit. Und der Captain geht von Bord. Ja! Auf Wiedersehen! Hat erst erledigt.
Grund, warum ich froh bin, dass ich nicht mehr gegen die Skylander kämpfen muss. Rund auf, King! John B., und los! Das war Take One! Wow! Oh, wow, Kill Bill, das ist ein richtig übler Tag für üble Typen. Oh, das gibt blaue Flecken. Da schluckt noch einer Staub und glaub mir, das schmeckt gar nicht. Ich meine, Staub gar nicht gut. Kein Chi-Kopf bereit. Oh, das ist toll. Ich glaube, ich muss jetzt wieder ein paar Klassiker bemühen, die ich als Kommentator schon mal gesagt habe. Da schluckt noch einer Staub und glaub mir, das schmeckt gar nicht. Ich meine, Staub gar nicht gut. Toll, da sucht aber jemand wirklich einen Kampf. Ich kann es in seinen Augen sehen, Brockelegan. Er hat einfach diesen Blick. Schaff den Riesenkerl hier raus. Genau das denken die Skylander wahrscheinlich auch gerade. Ja, das war's dann wohl. Oh, das könnte richtig Ärger für die Skylander bedeuten. Wir sehen uns. Wobei, wir werden ihn vermutlich gar nicht mehr sehen. Darum geht's ja hier schließlich, oder? Oh, diese Bösewichte haben einfach keine Chance. Nicht mal den Hauch einer Chance. Das war ausgezeichnet. Ich habe gelacht, geweint und war richtig beeindruckt. Gut, dass du damit aufgehört hast, denn das Lachen und Weinen war irgendwie ein bisschen unheimlich. Trotzdem ein toller Sieg für die Skylander. Skylander, das war einfach großartig. Und ich meine das im positiven Sinn. Wobei, gibt es überhaupt einen negativen Sinn? Ach, egal, das war auf jeden Fall gut. Hey, und hier ist eine Belohnung für die harte Arbeit. Neuer Rucksack!